think you should be. So, Leute, was geht ab, Boy? Ich habe mal wieder ein weiteres Let's Play bzw. Tutorial vorbereitet. Heute geht's ab in die Schneewelt, man sieht das schon im Hintergrund. Ja. Rechts der schöne Obelisk, der schöne Berg, und ja, wir wollen aber auf die linke Seite rüber. Denn unten am Strand durch so einen kleinen Torbogen durch gibt es schön Öl zu farmen, Siliziumperlen zu farmen. Das ist relativ einfach. Da, wo das Öl, werde ich euch gleich zeigen, da ist kein Dino. Das heißt, ihr könnt das Öl ohne Probleme farmen. Also, da wird euch keiner irgendwie in die Quere kommen und versuchen, euch da aufzufressen. Ne? Sondern, ja. Schaut einfach zu. Wie gesagt, da hinten ist der Torbogen geradeaus. Auch übrigens ein geiler Platz für die Base da oben, aber das meiste ist alles schon dicht gebaut. Und wie gesagt, wir fliegen da mal durch und dann kann ich euch zeigen, wie das Öl aussieht, wie das Ganze dann da. Ja, da war ein kleiner T-Rex. Die lassen wir irgendwie mal in Ruhe. Die Adler müsst ihr auch mal aufpassen, die ziehen auch mal so eine Aggro-Range und das ist halt so, ja, total nervig. Weil die euch entgegenkommen, da kommt sogar unter mir einer, der wahrscheinlich nicht hinterherkommt. Jo. Na egal. Jo, will mich snacken. Fliegen wir hier unter durch und dann passiert auch nichts. Ihr seht unten links, da ist so ein Eiswürfelzeichen, das heißt, mein Charakter friert extrem und da verliert auch der Nahrungs-, also auch Anzeige, also verliert er die ganze Zeit. Ihr könnt das auch nicht auffüllen mit Nahrung, da müsst ihr halt dann mit Pelzrüstung und sowas. Also hier, das ist jetzt im Prinzip. Folgt ihr mir noch? Nee. Ja. Nein. Das ist im Prinzip so ein kleiner Berg oder besser so ein Öl. Ja, das nennt sich Berg. Wenn ich das abfarben, dann kommt Öl raus. Werdet ihr gleich oben auch sehen in der Anzeige. Seht ihr hier? Also wirklich ganz einfach. Stein und Öl kommt da raus. Also wirklich im Prinzip ja, einfach hinfliegen. Hier ist kein Viech in der Nähe. Hier kommt doch keins rauf. Und ja, da hinten seht ihr auch schon Berge. Da ist noch ein Berg. Da drüben ist ein Berg. Ja, dann gehen wir da nochmal hin und farmen den ab. Ist das denn da ein Pinguin? Die habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob die neu sind seit dem Update. Aber die werden mir ja wohl nichts tun, denke ich mal. Ja, ich fahre die nochmal schnell ab und dann zeige ich euch gleich noch, wo das Silizium gibt. Oh, kommt ein bisschen mehr raus hier. So, mal gucken. Ja, da ist der Pinguin. Der macht aber nichts. Guck mal, ob man meinen Adler rufen kann. Na, bin zu weit weg. Weil ihr könnt auch pfeifen, wie gesagt, dann kommen die hin. Aber gucken wir es sehr so. Level 10. Der tut aber nichts. Nicht, dass dann heute Angriff der Killer-Pinguin kommt oder so. Nein. Genau, jetzt seht ihr den Namen. Jetzt müsste ich den eigentlich rufen können. Noch nicht. Ein Stückchen weiter noch. Ja, seht ihr, wie gesagt, durch Pfeifen folgt er mir jetzt und dann kann ich darauf aufsteigen. Kann auch nicht vorbeifliegen hier. Ja, genau so. Also seht ihr, hier ist das wirklich unter den Torbogen durchfliegen. Ich zeige das nachher auf der Map auch, wo das genau ist. Das werde ich gleich noch einblenden und dann wisst ihr da Bescheid. So, jetzt suchen wir noch Silizium. Die sind im Wasser drin, die spiegeln sich auch so. Am besten kann man die nachts fahren. Die sieht man schon, die spiegeln sich durch den Wasser wieder. Die glänzen dann so, das sind so eine kleine Steine und die glänzen dann und die kann man auch sammeln. Mal gucken, ob wir hier gleich einen finden werden. Mal schauen, ob hier irgendwas in der Nähe ist. Na, das ist der Adler wieder, da gehe ich lieber nicht hin. Na, ich lande hier mal an der Seite und dann gehe ich mal ins Wasser rein. Oh, da lieber nicht, das ist er schon wieder. So, na, lieber auf der Eisscholle hier landen, das ist ein bisschen besser. So, mal gucken. Ja, haben wir da schon irgendwas? Erstmal auf Folgen ausmachen, sonst folgt ihr mir bis ins Wasser hinterher oder fliegt die ganze Zeit. Das ist nicht so schön. Ah, da unten. Seht ihr das geradeaus durch? So sieht das im Prinzip aus. Müsst ihr mit den Händen dann abernten und dann seht ihr auch gleich, dass da Siliziumperlen stehen. Na, seht ihr, viermal. Oh, Krokodil. Scheiße. Aber unter mir war noch mehr Siliziumperlen unter der Eisscholle. Ja, schnell weg hier. Ah, wo ist das Vieh?
Mach direkt unter mir, ey. Nicht, dass ich jetzt hier auf die Eisscholle rausspringe. Ich hau lieber ab. Boah, wo war der denn jetzt unten? Da. Sein Kopf ist einfach. Was gibt das hier? Krokodile? Das habe ich noch nie gehabt. Na gut, man lernt nie aus, ne? Ich fliege mal wieder zurück. Das wollte ich euch nur zeigen, wie gesagt. Und ja, vielleicht den T-Rex da vorne noch mal ein bisschen ärgern. Mal gucken, wenn er noch da ist. Ist er noch da? Na, da unten. Na, lassen wir mal lieber. Genau, da seht ihr das jetzt. 70 mal Öl, 4 mal Siliziumperlen. Mit einmal fliegen Siliziumperlen ja auch noch mehr abfangen können, wenn der blöde Alligator da nicht im Weg gekommen wäre. Naja, das war auch nur ein kleines Let's Play, dass ihr mal seht, wie einfach das geht, das Öl zu farmen im Prinzip. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, kommentiert das Ganze und bis zum nächsten Mal.